Und es geht wieder weiter mit Was war gut, was war schlecht und was hätte man besser machen können? Diesmal mit Digimon Frontier. Also fangen wir an mit Was war gut. Die erste Sache, die ich hier erwähnen möchte, sind natürlich die Charaktere. Also ich meine die Digi-Ritter, weil die waren schon ziemlich gut. Ich meine, okay, klar, die haben ja auch keine Digimon-Partner, also stehen sie ziemlich im Fokus und hätte man das jetzt nicht auch genutzt, dass man sie halt gut schreibt und so, wäre das ziemlich dämlich gewesen. Klar, der eine ist vielleicht besser als der andere und ja gut, hier und da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen können, dazu natürlich später im dritten Part mehr, aber grundsätzlich waren die doch schon eigentlich ganz gut und haben sich von Anfang bis hin zum Ende doch auch irgendwo weiterentwickelt. Auch eine Sache, die mir persönlich in Digimon Frontier immer sehr gut gefallen hat, sind die Kämpfe. Selbstredend nicht jeder Kampf. Es gab Kämpfe, die waren auch wirklich langweilig. Aber wenn man es zumindest mit den anderen drei Staffeln vergleicht, gerade Tamers, wo es ja nicht so viele Kämpfe gab, dann war Frontier da schon wirklich ein bisschen cooler und actionreicher. Auch im Vergleich zu Staffel 1 und 2. Schon alleine, weil die Digimon ja ein bisschen mehr als nur eine Attacke konnten. Also meistens konnten sie so ungefähr drei. Ja, so ungefähr drei. Einige auch nur zwei, ist klar, aber es war schon ein bisschen besser. Und ja, es war dann natürlich auch ein bisschen besser in Szene gesetzt und war gar nicht mal so schlecht. Besonders hervorheben möchte ich auf jeden Fall den richtigen Endkampf gegen Kerubimon, wie Kaiser Greymon und Magna Garurumon es dann besiegt hatten. Das war schon ziemlich cool gemacht. Hätte natürlich hier und da auch noch mal ein bisschen besser sein können, aber grundsätzlich für das Jahr, wann die Staffel herausgekommen ist, war das schon ziemlich gut. Dann haben wir die Digi-Welt. Ich denke mal ohne Umschweife, das ist zumindest von den, naja, eigentlich von fast jeder Digimon-Staffel her, eine der besten und interessantesten Digi-Welten. Ich meine, die hier hat halt schon verschiedene Dörfer und Städte, die auch wirklich einladend aussehen, die wirklich so ein bisschen Fantasy-mäßig wirken. Jetzt nicht so wie zum Beispiel in Digimon Adventure, wo sie vielleicht mal in dieses Yokomon-Dorf gekommen sind und da so ein paar blöde Häuser standen oder so und sonst war alles Einöde. Auch nicht in Tamers, wo das Ganze vielleicht doch so ein bisschen langweilig war. Mit dieser Einöde oder halt ein paar digitale Muster gab es vielleicht okay und sonst auch nur hier und da mal ein kleines Kaff. Nein, also Frontier war da schon mit den Städten, gerade der Markt von Akiba war doch da ziemlich cool, aber auch die Stadt der Flammen. Also da gab es schon ein paar nette Gebiete, die man dann auch irgendwie eher im Kopf hat und woran man sich dann doch noch mal hier und da erinnert. Und gerade die Sache mit den Trailmon war dann eben auch schon ziemlich cool. Auch ein Vorteil, gerade nachdem man Staffel 3 hatte, in Digimon Frontier gab es wirklich sehr viele Digimon. Irgendwo ist es natürlich logisch, weil schließlich spielt sich ja fast die gesamte Staffel nur in der Digi-Welt ab, abgesehen von Folge 1 und Folge 22 und das Ende. Also sollte man das ja irgendwie voraussetzen. Natürlich waren auch nicht sehr viele Digimon neu. Für den einen oder anderen vielleicht schon, klar, weil sie nur im Card-Game vorgekommen sind, aber es gab auch schon viele Digimon, die man da gesehen hatte, die es bereits in Staffel 1, 2 oder 3 gab. Aber gut, abgesehen davon, es waren eben viele Digimon und es gab auch ein paar, die dann eben doch auch ein bisschen Charakter hatten. Nemon und Bokomon mal eben außen vor gelassen, ist klar. Aber die Gegner haben zum Beispiel auch so ein bisschen geredet, wie diese Phantomon zum Beispiel oder auch die Skalsatamon. Und dann gab es ja auch zum Beispiel dieses Gotsumon, das da ja mit Koji so ein bisschen eine Art Partnerschaft, könnte man sagen, aufgebaut hatte. Ja, also da gibt es so ein paar. Oder auch Sepikmon, ein paar, die da schon ein bisschen geredet haben. Oder auch noch zu erwähnen wäre natürlich Veregarurumon Virus mit Doggymon. Ja, das war schon ganz nett. Und natürlich hier und da auch das ein oder andere Trailmon. Und dann gibt es natürlich in Digimon Frontier auch die Story, zumindest was den roten Faden angeht. Ich meine, wir hatten im Vergleich, finde ich, wenn man das so mit Staffel 2 sieht oder auch mit Staffel 3, das war irgendwie nicht ganz so gut, ne? Da war dann immer mal so ein Abschnitt oder so, aber warum es dann irgendwie weiterging, das kam dann einfach, naja, plotmäßig oder einfach so fingerschnippend. Und in Frontier hatten wir das halt nicht. Also da war von Anfang an klar, okay, der Gegner ist halt Lucemon und er hat halt verschiedene Digimon auf seiner Seite, die dann eben die Digi-Welt zerstören und die D-Codes sammeln. Und recht früh kam das dann auch eben mit den Spirits, dass die Kinder die suchen müssen, dass sie zum Waldbahnhof müssen, dass es dann die bösen Krieger gab, gegen die sie kämpfen mussten und die wirklich richtige Untergebene von Kerubimon waren und sie eben auch getroffen haben. Ja, und kaum waren sie dann eben beim Waldbahnhof und hatten Seraphimon getroffen, hieß es auch, sie sollen zum Stern der Rosen. Also es gab immer wieder ein weiteres neues Ziel und es ging immer weiter und weiter und das mit Kerubimon wurde gut gemacht und auch mit seinen Untergebenen. Das mit Lucemon, ja gut, das ist dann für den nächsten Part dann noch mal ein bisschen, also für den übernächsten noch mal ein bisschen interessanter, weil da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Und die königlichen Ritter sind
sagen wir mal, das Einzige, was vielleicht nicht so ganz in diesen roten Faden reinpasst, aber auch dazu später mehr im dritten Part. Aber grundsätzlich wusste man von Anfang an, was das Ziel ist, und man wurde dann immer weitergeleitet und weitergeleitet, und es gab dazwischen nicht mal sowas wie, hey, warum können wir in die Digi-Welt? Ja, wir sollen bestimmt beim Wiederaufbau helfen, oder Diva of the Week, ne? Staffel 1 hat das ja auch schon noch ganz gut gemacht, deswegen habe ich jetzt extra nur Staffel 2 und 3 erwähnt. Also grundsätzlich ist die Story und der rote Faden bei Frondi halt da. So, die letzte Sache ist vielleicht ein bisschen subjektiv, aber ich fand es eigentlich interessant, dass die anderen Hybride Gegner waren. Denn, ich meine, wer hat damit gerechnet? Im Intro wurde halt, also im Opening wurde halt gesagt, ja, dass es halt 10 Krieger gab und so. Und ja, nun, man wusste, dass die eigentlich alle gut sind, weil sie haben ja schließlich gegen Lucemon gekämpft. Und ja, dann wurde da hin und wieder auch erwähnt, dass es den und den gibt. Und dann tauchten Grumblemon und Co. so nach und nach auf. Finde ich auch gut, dass nicht alle in ein und derselben Folge aufgetaucht sind, sondern zuerst Grumblemon. Ja, und dann waren die halt eben die Gegner. Das war schon ganz nett gemacht und ja, es war eigentlich gut, und die hatten natürlich auch Charakter, das muss man natürlich auch dazu sagen, denn grundsätzlich haben diese ganzen Gegner halt einen Charakter und sind nicht einfach nur böse, um böse zu sein. Wobei man natürlich hinterfragen könnte, welche Digimon stecken hinter Grumblemon und Co., aber nun gut, trotz alledem, sie hatten Charakter, sie waren mehr oder weniger auch ernstzunehmend, und wie gesagt, man hat nicht sofort damit gerechnet, dass es halt böse sind, als man von den 10 Kriegern hört, und daher war das ganz gut. Das waren meine positiven Sachen. Wenn es noch andere Sachen gibt, die ihr bei Digimon Frontier als positiv gesehen habt und die ich nicht erwähnt habe, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.